Ich darf euch alle hier begrüßen, die Leute von Architects for Future Zürich, aber wie ich sehe, auch ganz viel neue Gesichter oder zumindest neue Namen, die ich hier sehe. Wenn ihr Lust habt, hier mitzumachen, ihr seid alle eingeladen, euch mit uns zu verbinden, in unseren Telegram-Chat zu kommen. Der ist offen auf unserer Webseite architects4future.ch findet ihr weiterführende Informationen. Findet ihr vergangene Gastvorträge oder eben auch unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr lieber mit E-Mail mit uns in Kontakt treten würdet. Ich lasse es bei dem, und wenn ich jetzt nicht eine unglaublich wichtige Frage schon zu Anfang hören würde, würde ich jetzt gerne dem Raffaele Giovane, das Wort übergeben, der den Daniel Fuhrhopp würde vorstellen. Mein Name ist Raffaele Giovane, ich bin Architekt in Zürich. Heute dürfen wir Daniel Fuhrhopp begrüßen, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Oldenburg im Fach Ökologische Ökonomie. Er war lange Zeit auch Verleger, danach selbst Autor, unter anderem von diesem Buch Verbittetes Bauen, auch für die Instagrammer. Und was auch der Hauptgrund ist, wieso wir ihn eingeladen haben, weil wir haben es in unserem Lesezirkel gelesen und waren von den Gedanken, den Vergleichen und die Prinzipien eigentlich begeistert. Und ich mache es kurz. Ich gebe jetzt das Wort an Daniel Fuhrhopp und falls ich etwas Wichtiges vergessen habe, kann er gerade anschließen und dann mit seinem Vortrag beginnen. Vielen Dank für die Einladung. Und es ist für mich fast etwas ungewöhnlich im Moment, dass ich zu diesem Thema spreche, obwohl ich seit Jahren sehr viele Vorträge genau dazu gehalten habe, wenn sich das auch ein bisschen gewandelt hat. Aber dieser Titel heute, wie Neubau überflüssig wird, Wohnraum schaffen in Altbauten, das betont ja schon den positiven Aspekt. Ja, weil verbietet das Bauen ist sowas Negatives. Und Wohnraum schaffen in Altbauten steckt ja auch schon in dem Buch drin, inhaltlich, wenn man es weiß. Und da ist schon der Fokus. Aber darüber hinaus ist es inzwischen so, wenn ich jetzt Vorträge halte in nächster Zeit, dann spreche ich ganz anders. Denn ich darf das verraten. Ich habe in dem, was ich gleich noch anknüpfen werde, an meinen Lebenslauf einen neuen Schritt vor. Also, nachdem ich 15 Jahre Architekturverleger war und dann Autor war und jetzt an der Uni bin, werde ich jetzt nächsten Freitag nominiert und kandidiere hier zum Oberbürgermeister in der Stadt Oldenburg. Ja, so eine Stadt, 170.000 Einwohner, und ich bin halt gefragt worden und habe gedacht, hey, dann kann man vielleicht mal was umsetzen von den Ideen, die ich da habe. Ja, und da ist natürlich ein bisschen schwierig, kriege ich natürlich gleich einen auf die Mütze, wenn ich sage, wenn jemand meinen Buchtitel entdeckt, ne, was ist das für einer? Schlimm, ja. Ist auch schon passiert, wird auch weiter passieren, ist ganz normal, und dann muss ich immer ein bisschen erklären, was dahinter steht. In dem Sinne ist es natürlich doch auch wieder passend, heute darüber zu sprechen. Ich sage sonst im Wahlkampf, dann sage ich entspannt nachhaltig. Ja, nur als Beispiel mal, wie anders man über die Themen reden kann, dass man über Nachhaltigkeit spricht, aber gleichzeitig ist ein bisschen angenehm verpackt und ich den Menschen sage, hey, es hat was mit dem zu tun, was sonst auch passiert. Also in dem politischen Feld geht es natürlich nicht nur um Bauen, da geht es, was weiß ich, um Fahrradfahren. Hier ist eine Fahrradstadt hier oben in Oldenburg und da geht es um die Qualität der Fahrradwege und da kann man ja auch sagen, das ist auch was zum Thema Nachhaltigkeit. Aber es geht ja auch darum, dass man eine lebenswerte, angenehme Art hat, sich fortzubewegen. Und das ist genau das, was ja auch bei unserem Thema heute die zwei Seiten sind. Also natürlich geht es um Nachhaltigkeit und Klimaschutz, aber es geht ja letzten Endes auch darum, lebenswerte Städte zu schaffen. Und das ist der Bogen, den ich heute schlagen will und wo ich nachher wieder zurückkomme. Aber ich sage nochmal auch nach dem Vorgespräch mit Raffi, mit dir, ja, kurz noch, wo ich also herkomme. Also ja, ich habe einen Architekturverlag gehabt und zeige euch jetzt mal, das sind so kleine Postkarten, kleine Publikationen. Das ist
wie, ja, das ist jetzt einfach irgendeine von über 200. Hier übrigens Architekt Rainer Hascher in Stuttgart, bei dem habe ich noch studiert. Ich habe mal angefangen, Architektur zu studieren, habe gleich gemerkt, ich werde kein guter Architekt. Das merkt man ja, wenn da 50 Entwürfe nebeneinander stehen und meiner war nie gut. Und dann habe ich Betriebswirtschaft gemacht und bin aber der Architektur treu geblieben und habe direkt nach dem Studium diesen Verlag gegründet. Anderes Beispiel, zum Beispiel gar nicht so nachhaltig, Mercedes-Benz Automobile, aber das Gebäude, also eins von denen, die mich am meisten fasziniert haben in meiner Verlegerlaufbahn, dieses Raumgefühl in dem Mercedes-Benz-Museum Stuttgart. Ich finde es wirklich unfassbar, das Erlebnis. Und ein persönlicher Liebling von mir noch, Frankfurt ist vielleicht nicht so auf dem Weg für viele, aber Volker Stab Architekten auch, fantastisches Gebäude. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, ganz klar, aber irgendwann habe ich mich doch den nachhaltigeren Themen zugewendet und dachte, okay, wie kann ich jetzt diese Inhalte aufbereiten? Da geht es dann einerseits um Sachen, ja, wie Märkisches Viertel Berlin, so ein kleines Überblicksbüchlein, das größte Modernisierungsprojekt im deutschen Wohnungsbau, 600 Millionen Euro. Ja, also wie kann man aus diesen Großsiedlungen was Vernünftiges machen, wo die Menschen sich wohlfühlen und was gleichzeitig natürlich dem Klimaschutz dient. Oder was ich sehr gerne zeige, auch wo ich sehr froh bin, dass wir eine kleine Publikation machen konnten, Französisches Viertel Tübingen als Neubauviertel quasi mit den Qualitäten der Altstadt, weil auch der Andreas Feldkeller aus der Altstadtplanung kam und in die Neubauplanung reinging. Und dadurch hat das alles diesen Charakter bekommen. Ja, und jetzt komme ich zu der Publikation, die quasi überleitet zu meiner Buchtätigkeit. Ist nicht so spektakulär, soziale Stadt Bremerhaven-Wulsdorf. Aber dort, als wir das gemacht haben, die Verwandlung eines Stadtviertels, habe ich den Architekten Hans-Joachim Ewert kennengelernt. Und er hat so begeistert erzählt, wie er dann so diese, naja, wirklich eher schlichten Nachkriegsbauten saniert hat und wie er sich immer rechtfertigen musste. Und wie man ihm eben immer gesagt hat, jo, was willst du denn mit dem Schiedkram, alles abreißen, lohnt doch nicht, warum willst du das überhaupt sanieren? Und er hat das mehr aus so einer sozialen Haltung heraus gemacht, dass es für ihn selbstverständlich war, für die Menschen zu versuchen, diese Häuser zu erhalten und nur zu verbessern. Aber natürlich in seiner kommunalen Wohnungsgesellschaft war der Druck da, sich zu rechtfertigen. Und daher kommen diese Rechnungen, die er dann gemacht hat, dieser Vergleich vorher-nachher, Kosten und Ökobilanz und dann eben diese Idee, das dreistufig zu analysieren, was ist da passiert. Und das zeige ich gleich auch nochmal in den Folien, quasi die einzigen Tabellen, die dann in dem Buch Verbietet das Bauen auch aufgetaucht sind, weil er mich quasi auch total angestachelt hat, muss ich sagen, das weiter zu verfolgen. Und die Diskussionen haben den Grundstock gebildet und dann habe ich 2013 aus verschiedenen Gründen den Verlag verkauft. Und habe mich eben als Autor in drei Sachbüchern dann inhaltlich engagiert. Und gut, jetzt vor 2 Jahren bin ich halt dann noch an die Uni gekommen als Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Oldenburg. Und auch diese erweiterte Neuauflage, die jetzt in dem Paperback ist, die ist ja erst letztes Jahr entstanden. Da sind noch neue Dinge eingeflossen, die ich jetzt quasi noch wissenschaftlicher angeschaut habe. Aber der Kern ist eigentlich diese Begeisterung vom Hans-Joachim Ewert, von dem Architekten. Hey, ich will zeigen, dass es sich lohnt, ja. Ja, und wie kann man das zeigen? Natürlich nur, indem man ganzheitlich und dreistufig rangeht und sagt, es geht nicht nur um Energieeffizienz. Wir haben so viel erreicht bei Energieeffizienz, das ist toll und das muss natürlich weitergehen, aber es reicht nicht aus. Wir müssen die Gesamtbilanz machen, wir müssen die Betriebsenergie auch bilanzieren. Und das hat er eben getan. Und ich will jetzt gleich einerseits diese Beispielrechnung als einzige Beispielrechnung mal kurz noch zeigen, weil das so wichtig ist und ja eigentlich auch das Vorbild in der Schweiz hat, muss man ganz klar sagen. Ja, also da hat er sich beim SIA-Effizienzpfad umgeschaut und hat das nach dem Vorbild gemacht. Und dann folgt ja daraus die Alternative. Wenn man also sagt, hey, Energieeffizienz ist nicht alles. Wir müssen diese einmalige, gigantische, diesen Aufwand des Bauens selber berücksichtigen. Ja, dann müssen wir halt auch weniger bauen. Es geht gar nicht anders. Und wie können wir das tun? Natürlich, klar, kann man weniger energieaufwendig bauen und mit anderen Materialien. Das ist
die eine Sache, so, ich sag mal, Bauwende-Petition, Architects for Future, ja, auch richtig. Aber ansonsten, wie kann man weniger bauen, wie kann man auf weniger Fläche bauen? Und da kann ich jetzt heute Abend natürlich nur einen ganz kurzen Einblick geben. Und deshalb werde ich mich in dem zweiten Teil gleich der Folien auf den Schwerpunkt dessen konzentrieren, was ich bei Wohnformen so an Modellen gefunden habe, die ich für gut halte. Da konzentriere ich mich extrem wirklich nur auf zwei Modelle, die ich gleich skizziere, weil das so der pragmatische Ansatz ist, wo ich glaube, da kann man unheimlich viel erreichen. Aber ich denke, das berührt sich, diese Frage, wie man wohnt, wie man Menschen dazu berät, ganz, ganz oft mit der Frage, wie man Menschen zum Umbauen berät und zur Energieeffizienz. Und das werde ich nachher auch noch ein bisschen ausführen, wo ich da im praktischen Leben, im wahren Leben, sage ich mal, die Möglichkeiten sehe, operativ wirklich im Kontakt mit Eigentümerinnen an beiden Punkten etwas zu machen. Okay, das war jetzt nur, um das, weil ich jetzt ja hinter den Folien verschwinde, wollte ich das gerne jetzt vorher schon mal ein bisschen schildern, was da jetzt passiert und warum ich genau diese paar Folien ausgesucht habe. Und jetzt verschwinde ich mal eine Weile hinter den Folien und werde also den Bildschirm freigeben. Vielleicht ganz noch kurz einen Hinweis machen. Nochmal den Hinweis, dass alle bitte das Mikrofon stumm schalten. Man hört immer wieder Hintergrundgeräusche. Merci vielmal fürs Mikrofon stumm schalten. Danke. Okay, also jetzt bin ich in den Folien. Ihr seht da auch, ach so, die Webseite. So als extra Tipp für die, die noch mehr wissen wollen zu Texten von mir. Das ist jetzt sehr versteckt, weil die Webseite hat all die Seiten zu Texten von mir weiterhin und zu Texten über mich. Aber man muss dann auf der Webseite danielvorhaupt.de die Seite über mich anschauen. Und bei über mich, da gibt es dann die ganzen Links. Aber dadurch, dass ich einfach natürlich als OB-Kandidat diese Webseite weiter benutzen wollte, weil das ist halt die Domain, deshalb habe ich das einfach ein bisschen weggeschoben. Aber sie sind weiterhin da. Man hat Dutzende von Texten und, die man da noch findet. Ja. Okay, also. Das ist das beispielhafte Gebäude in Bremerhaven, zu dem die Beispielrechnung gleich folgt. Also man sieht jeweils rechts im Bild schlichten Zeilenbau 60er Jahre. Und der ist dann saniert worden und man hat nur diesen Anbau gemacht. Also es ging darum, für die älteren Herrschaften und Damen, die da wohnen, einen Aufzug dahin zu stellen. Und damit man nicht zwei Aufzüge braucht, gibt es diesen Laubengang. Und der ist auch so gemacht, das ist jetzt das zweite Wohnzimmer der Menschen, die dort wohnen. Ja, die dackeln da alle lang und können sich guten Tag sagen. Also es hat auch wirklich noch eine räumliche Qualität. In Bremerhaven, da regnet es viel, sehr viel, ja, da an der Nordsee. Also ist das natürlich auch ein bisschen mit Glas nicht richtig abgeschlossen, aber eben, also nicht luftdicht abgeschlossen, aber eben geschützt. So, und das ist jetzt der Ist-Zustand Sanierung plus Anbau, den wir gleich wiederfinden und wo eben andere gesagt haben, hau weg. Es gibt drei solche Zeilen nebeneinander und das ist halt eine davon im Bild. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was dann der Hans-Jörg Schmierer, der Architekt, in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen immer gezeigt hat. Also natürlich, man sieht Betriebsenergie im Altbau sehr hoch. Sanierung und Anbau ist extrem runtergegangen. Hätte er an gleicher Stelle quasi identisch neu gebaut, läge jetzt in dieser Beispielrechnung der Ersatzneubau in einem ähnlichen Level von Energieverbrauch. Also Sanierung und Anbau sind die Ist-Zahlen, was wirklich passiert ist. Er hat saniert und alles, was jetzt gelb oder so pastellgelb nach rechts hin ist, sind die Kalkulationen einfach von. Und dann hat er gesagt, naja, natürlich könnte er ein Passivhaus bauen. Er könnte, ne, und ob wir jetzt 33 oder 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter ein Jahr haben, das ist ja fast beliebig. Wir können ja Plus-Energiehäuser machen, super. Ne? Wenn man nur das anschaut, wäre es ja klar, was man macht. Abreißen und den tollsten Neubau machen. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern es kommt eine erste Zeile dazu. Und zwar umgerechnet, was hätte denn der Abriss und vor allem der Neubau an Energie erfordert, umgerechnet in einer Lebenszyklusanalyse auf die erwartete Standzeit des Gebäudes.
Und er hat es auch tatsächlich nach Bauteilen gemacht, also die Ausrüstung auf 30 Jahre und den Rohbau auf 50 Jahre und kam jetzt zu diesen Werten. Natürlich, der Altbau steht schon da, das ist klar, dass da eine Null steht, aber die Sanierung hat einen gewissen Energieaufwand erfordert, auch klar, aber bei weitem nicht so wie ein kompletter Neubau und ein Passivhaus natürlich noch mehr. Und so ist in der Zwischenbilanz, sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Da sieht das Passivhaus immerhin noch relativ gut aus, aber trotzdem ist es schon so auf einem ähnlichen Level, sag mal. Aber der reine Ersatzneubau hätte sich jetzt schon weniger gelohnt. Na und dann konsequent sagt er dann noch, dritte Stufe, was ist mit Mobilität? Das eine ist, dieser Altbau hatte keine Parkplätze und dann haben die Leute auch kein Auto. So einfach ist es oft, ja. Hätte er am gleichen Ort neu gebaut, hätte er nach der Stellplatzsatzung in Bremerhaven Parkplätze vorhalten müssen, schlimmstenfalls in Tiefgarage. Ja, und wenn man diese Parkplätze errichtet hätte, dann hätten die Leute die wahrscheinlich auch genutzt. Das heißt, wir können davon ausgehen, zusätzlich wären einfach Autos angeschafft worden, wir hätten mehr Mobilitätsenergie. Und dann kann es natürlich sein, oft im Leben ist es so, dass der Neubau ja gar nicht am gleichen Ort entsteht, sondern dass man eine Alternative vergleicht, einen Altbau im Ortskern oder einen Neubau am Ortsrand. Und das sind die Spalten ganz nach rechts hin, Stadtrand oder Umland. Da sind natürlich längere Fahrten zu erwarten und dann steigt wieder die Belastung durch die Mobilität. In diesem Beispiel ist es jetzt so, dass in der Energiebilanz insgesamt diese Sanierung mit dem Anbau am günstigsten dagestanden hat. Selbstverständlich gibt es viele andere Beispiele, die ganz anders aussehen können. Aber das Wichtige ist einfach, dass man überhaupt so ganzheitlich rechnet und dass man sich diese drei Stufen anschaut. Das ist leider keine Pflicht und das wird leider selten gemacht, aber das finde ich einfach das, was so wichtig ist, was man daraus mitnehmen kann. Und wenn man jetzt daraus die Konsequenzen ziehen will, dann kann man sagen, okay, entweder wir bauen weniger und da kann man sich Alternativen überlegen, auf die ich jetzt heute nicht auf alle eingehen kann, da wird es jetzt ausufern, ja. Also hier dieser Parkplatz, den gab es vorher schon, den gibt es immer noch, aber drüber sind ein paar Etagen gebaut worden in München. Also zumindest flächenschonend bauen wäre ja schon mal etwas. Aber ja, das Aufstocken von Häusern kann man mit mehr oder weniger Feingefühl machen. Das ist jetzt Geschmacksfrage, ob einem das jetzt so gefällt, aber zumindest handelt es sich darum, ein vorhandenes Gebäude eben aufzustocken. Und von daher in dem Sinne, klar, nicht? Wir haben schon die gesamte Infrastruktur für das Gebäude vor Ort und das ist natürlich relativ günstiger. Oder wir haben ein Gebäude, es wird nur anders genutzt, wie dieser Bunker, der auch ein schönes Beispiel dafür ist, dass eine Umnutzung nicht unbedingt günstig ist. Das ist echt teuer, was da entstanden ist. Und nun noch etwas zu dem, was ich jetzt an sozialen Programmen vorschlage. Also, wo ist der Aufwand am geringsten, ökologisch gesehen, wenn da schon Wohnraum da ist? Und das ist halt, ich denke, die meisten von uns kennen solche Fälle. Oma, Opa, Tante hat ein Haus, die Kinder sind rausgezogen. Jetzt wohnt ein älterer Mensch allein oder vielleicht ein Paar allein und da sind Zimmer, die stehen leer. Und was kann man da tun? Und ich habe dann eben im Laufe meiner Beschäftigung damit diese simple, schlichte Formel entwickelt, was sind so typische Wünsche, die Menschen haben können. 3U und VW, also ich kann jemanden aufnehmen, da sage ich gleich was zu, ja, und kann diese Person bei mir im Haushalt haben. Ich kann umziehen in eine kleinere Wohnung. Das ist sehr, sehr schwierig zu fördern, unheimlich kompliziert. Weniger Erfolgsmodelle. Ich kann umbauen und eine Wohnung abtrennen. Klar, natürlich ist schon wieder die Architektur gefragt. Ich kann diese Räume anderweitig vermitteln. Da komme ich auch noch gleich zu. Oder irgendwie anders gemeinschaftlich wohnen. Wobei man da immer aufpassen muss, ob das tatsächlich Fläche spart. Das nur als Hinweis. Jetzt so im Schnelldurchlauf einfach zwei Modelle, die nach meiner Einschätzung durchaus erprobt und anwendungsfähig sind. Also diese Untermiete, dieses Wohnen für Hilfe oder Homeshare wird in Brüssel 330 Mal im Jahr erfolgreich durchgeführt. 330 Menschen kommen im Jahr dahin. Also das ist schon eine ganze Menge junge Leute, die sonst irgendwo im Neubau landen würden, nämlich in irgendeinem studentischen Wohnheim.
100.000 Euro kann das durchaus kosten. Also wir sind ja ökonomisch auch eigentlich auf einer fantastisch guten Seite. Wie refinanziert man das? In Deutschland gar nicht und meines Wissens bei Prosenektute in der Schweiz auch nicht. Das heißt, man steckt nur Geld rein. Schade eigentlich, weil dann werden die Modelle hinterher wieder eingestellt, weil man sagt, es kostet ja alles so viel. In Großbritannien gibt es sich selbst tragende Vermittlungsstellen, die nehmen einfach Gebühren für diese Vermittlungsarbeit, dann kann sich das selbst tragen. Zweites Modell, da geht es nicht um Untervermieten, sondern um Vermieten. Komplette Wohnungen stehen leer, aber die Menschen trauen sich nicht zu vermieten, weil man weiß ja nie, an wem man da gerät. Und dann gibt es in Karlsruhe zum Beispiel oder auch in Belgien tolle Modelle. Man nimmt die einfach an die Hand, die Eigentümerin, und sagt, hier, wir gucken, dass die Miete kommt und wenn Ärger ist, sind wir sofort da. Und es gibt noch einen kleinen Zuschuss für Umbauten, wenn sie nötig sind. In Karlsruhe 60 leerstehende Wohnungen im Jahr werden wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt. Und das sind dann Sozialwohnungen, kostet in Deutschland locker 300.000 Euro im Jahr. Also eigentlich auch ökonomisch wieder ganz toll. Ja, ich muss mal ökonomisch argumentieren, weil es wird ja ständig in der Welt ökonomisch argumentiert. Gut, das war das. Und da werde ich jetzt mal wieder rausgehen. Schwupp. Die Frage ist noch, wo baut man jetzt solche Beratungsmodelle aus dem Sozialen ein? Und da denke ich, es macht Sinn, solch eine Beratung zu Wohnwünschen, soziale Programme, parallel zu organisieren zu einer Energieberatung. Weil viele Beraterinnen von Energieberatung haben mir erzählt, dass in den Gesprächen, wenn sie da sitzen, bei den Eigentümerinnen und Eigentümern, dann kommt das halt oft, dass die sagen, ja, ich habe da die andere Etage, da gehen wir eh nicht mehr rauf, das brauchen wir gar nicht mehr, da ist die Einliegerwohnung. Das heißt, man hat schon diese Situation. Und dann geht es darum zu sagen, okay, wollen wir Energieberatung machen und Sanierung? Okay, da haben wir das und das im Angebot. Oder gibt es einen Wunsch, diese Wohnsituation zu ändern und diese Fläche anders? Da brauche ich natürlich dann auch wieder Programme, die in sich funktionieren, vielleicht mit einer anderen Ansprechperson. Aber ich glaube, dass es ideal wäre, wenn man diese Beratungssituation für beide Themen, soziale und technische Themen, zusammenfügt und dann je nach Interesse, das ist dann manchmal auch nach Mann und Frau so aufgeteilt, wer spricht auf welches Thema mehr an, ist das, was die Beraterinnen erzählen, ja, das dann beides im Angebot zu haben. Übrigens, wenn man es durchführt, führt es dazu, dass auch die vorhandenen Häuser ja mehr belebt sind. Es wohnen hinterher mehr Menschen drin. Und dann haben wir auch wieder eine Rückwirkung zum Verkehr. Weil das, was wir seit Jahrzehnten erleben, ist, dass die Besiedlungsdichte ständig sinkt. Und dementsprechend es schwieriger ist, vernünftigen Nahverkehr zu organisieren. Busse sind nicht ausgelastet und so weiter. Von daher, das hat auch eine direkte Auswirkung, wenn wir solche Modelle durchführen, auf die Möglichkeit, auch nachhaltigen Verkehr umzusetzen und quasi durch eine größere Lebendigkeit der Stadt, die Läden, die ums Eck irgendwo sind, dass die besser funktionieren. Von daher greifen diese Fragen, wie ist ein Stadtviertel lebendig, wie ist der Verkehr gut ans Laufen zu kriegen und wie wohnen die Menschen dort, die greifen ineinander über. Okay, das waren jetzt schon ein bisschen mehr als 20 Minuten und ein Schnellritt durch all diese Möglichkeiten und Programme und mehr sollte das auch nicht sein. Das war es von mir aus erstmal und ich bin gespannt auf eure Fragen. Ein ganz großes Dankeschön. Ich übernehme jetzt ganz kurz nochmal. Jetzt geht es Richtung Q&A. Und zwar möchte ich die Runde eröffnen. Daniel Fuhrab ist immer noch da. Wir haben sicher noch eine halbe Stunde. Du hast vorhin gesagt, und das finde ich auch spannend, dass du jetzt mittel- oder langfristig zum Bürgermeister kandidieren willst für Oldenburg, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Und es ist ja spannend, dass eine Person wie du da angefragt wurde, ob dich das interessiert. Und mich würde es interessieren, wenn du das jetzt schaffst, wenn du jetzt der Bürgermeister wirst von Oldenburg, vor dem Hintergrund von den Ideen, die du hier vermittelst, was machst du dann? Was müssen Oberbürgermeister machen, um ihre Städte nachhaltig zu verändern? Also ich habe jetzt bewusst diese beiden Programme auch vorgestellt, dieses Wohnen für Hilfe und die soziale Wohnraumvermittlung. Denn ich habe auch gemerkt jetzt, wenn man plötzlich
in so eine Frage kommt, willst du kandidieren, dann hat sich der Blick auf diese ganzen Themen verändert. Weil plötzlich ist es eben genau das, was du jetzt fragst. Was willst du konkret tun? Und ich habe natürlich in meinen drei Büchern wahnsinnig viele Beispiele erzählt und gezeigt. Aber da sind natürlich auch Beispiele, die ich zwar ganz nett finde, wo man aber so ganz ehrlich sagen muss, ja, macht mal noch weiter oder so, ja. Oder, ja, also ich meine, wenn es wirklich so ist, ich habe die Möglichkeit, was umzusetzen, dann muss es schon was sein, ein Modell, dem ich zutraue, dass es klappt und wo ich in irgendeiner Stadt sehe, dass es klappen kann. Und bei diesen beiden sozialen Modellen, da sehe ich es halt, also in diese soziale Wohnraumvermittlung, entweder in Belgien in anderer Form oder sehr gut in Karlsruhe seit 15 Jahren läuft und läuft das. Die machen das mit entsprechendem Aufwand, aber sie machen es. Und dieses Homesharing oder eben Wohnen für Hilfe, das funktioniert zumindest in Brüssel und in einigen Städten in Großbritannien recht gut. Das heißt, ich würde, und beides gibt es in Oldenburg faktisch nicht. Es gab den Versuch, nicht wahr, dass über ein paar Jahre gab es den Versuch, das hier durchzuführen, aber das wurde dann ja vom Aster der Universität versucht, so nebenbei, nicht? Und ich darf das vielleicht sagen, Lauren ist auch dabei, wir haben ja an der Uni zusammengearbeitet aus Oldenburg und Lauren hat hier auch mitgearbeitet ja, an der Uni Oldenburg bei diesem Versuch. Aber wenn man das versucht, nebenbei zu machen, ich sage dann immer zu denen, wo ich dieses als politisches Programm vorstelle, dann sage ich, hey, ihr würdet nicht ein neues Baugebiet mal eben am Abend so nebenbei machen, oder? Würde man sagen, dass doch jeder mal mit 8 Stunden die Woche mal den nächsten Neubau hochzieht? Nee, wir haben professionelle Planerinnen dafür. Wir haben ganz viele Berufe. Das wird alles selbstverständlich, wird Wohnraum schaffen im Neubau professionell angegangen. Das ist doch selbstverständlich. Also wenn wir Wohnraum schaffen im Altbau mit sozialen Programmen, dann ist das zwar eigentlich nicht das Ziel dieser Programme, weil das Ziel dieser Programme ist ja, dass Menschen irgendwie sich einsam fühlen und irgendwie gerne eine Nähe hätten. Aber es kommt Wohnraum bei raus. Also müssen wir es auch professionell anschauen. Und deshalb würde ich diese beiden Programme aufziehen und würde sie dann, also Energieberatung habe ich jetzt mal so sehr flapsig kurz gesagt. Was heißt schon Energieberatung? Also ich finde Innovation City Ruhr ein super Modell, wo in einem großen Stadtgebiet, 70.000 Einwohner, 10 Jahre, die Modernisierungsquote verdreifacht wurde durch sehr, sehr viel intensive Beratung. Und da muss man, glaube ich, auch unheimlich wirbeln, unheimlich viel PR machen, das wirklich hochhängen als Thema, damit man so viele private Eigentümer und Eigentümerinnen erreicht, dass die da mitmachen. Und das wäre also mein Ziel. Natürlich wird es auch Neubau geben. Und natürlich, da schaue ich dann, wir haben leider keine Genossenschaften wie ihr, ja, wir haben keine etablierten Genossenschaften, wo man sagen kann, wir machen ein tolles Konzeptverfahren und dann werden die sich schon bewerben und dann, das ist echt eine Sorge für mich, dass ich, es gibt überhaupt kein vorbildliches genossenschaftliches Wohnprojekt, kein einziges in Oldenburg und da bin ich schon so ein bisschen ratlos, weil sonst würde man ja sagen, ja, macht vernünftige Konzeptverfahren und beim nächsten neuen Baugebiet bewerben sich dann die tollen gemeinnützigen Träger. Die haben wir aber in unserer Stadt nicht, trotz der Größe. Ja. Da hoffe ich, dass sich diese Landschaft noch ein bisschen entwickelt. Wenn du sagst, dass Neubau professionell mit beruflich professionell gemacht wird und du sagst, das würde in dem Fall dann auch beruflich professionell gemacht werden müssen, wäre das dann, müssen wir sich das wie ein privater Unternehmer, also wie ein Architekturbüro vorstellen? Oder wäre das eine staatliche oder eine gemeinnützige Institution, die aus öffentlichen Geldern finanziert wird? Oder wie ist das zumindest für den Staat angedacht, damit das funktioniert? Es sind in der Tat verschiedene Modelle denkbar. Und sagen wir mal, bei diesem Homeshare-Wohnen für Hilfe gibt es in Großbritannien sich selbst tragende einzelne selbstständige Vermittlungsstellen. Also wo 1, 2 oder manchmal auch 3, 4 Personen eine solche Organisationsstelle betreiben in London oder so. Aber, ich bewerbe mich ja als Oberbürgermeister einer Großstadt und dann habe ich eine tolle Verwaltung mit 3.000 Leuten und da gibt es so viele Möglichkeiten, da würde ich dann ganz klar sagen, ja okay, dann wird das als kommunales Programm angeboten. Dann macht das die Kommune selbst. Natürlich muss man immer überlegen, was macht eine Kommune und was darf sie tun. Also da darf man natürlich
keine Gewinne erzielen, nur mal so ganz banal, aber man darf Gebühren nehmen. Und da werde ich schon darauf achten, so wie das ein Privater auch machen würde, dass sich das auf lange Sicht tragen kann. Weil ich meine, wenn man jetzt Studierende hat und sagt, hey Leute, wir haben hier tolles Wohnverhältnis, was wir für euch schaffen, dann ist ja ein Studierender normalerweise zahlungsbereit für einige hundert Eurochen im Monat. Und das heißt, wenn man jetzt stattdessen solche Partnerschaften jung und alt vermittelt, dann ist ja trotzdem die Zahlungsbereitschaft da, weil, hey, wir bieten Wohnraum. Also würde ich das auch abschöpfen zur Refinanzierung dieses Modells. So wird es in Großbritannien gemacht. Von daher, auch wenn ich über eine kommunale Möglichkeit rede, einfach weil ich in diese Position komme, das ist ganz einfach, ja, ist der Hauptgrund, würde ich es trotzdem so machen, dass es nach einer Weile nicht ein Fass ohne Boden ist. Weil dann passiert nämlich genau das, dass irgendjemand wieder sagen wird, hey, warum geben wir da so viel Geld aus? Das taugt doch nichts, lass uns das wieder einstellen. Und das wird nur stabil, wenn man eine Refinanzierung hinbekommt. Das ist natürlich in diesem Vermietungsmodell nicht so einfach, weil im Vermietungsmodell kann man jetzt nicht den Menschen, die irgendwie Sozialhilfe bekommen, sagen, ja, zahl noch mal was extra. Von denen kann man es natürlich nicht holen. Aber da vermittelt man ja auch Mieter an Leute, die bisher nicht vermietet haben. Und da gibt es auch ein Modell in einer Kommune, dass sie sagen, lass uns so ein kleines Delta aufmachen. Wir vermitteln euch Leute, die Miete kommt garantiert, da sorgen wir für. Bitte macht einen kleinen Unterschied zwischen dem, was die zahlen, was da irgendwie nach den Hilfesätzen möglich ist, und dem, was wir letzten Endes dann kriegen, sodass wir ein kleines bisschen abschöpfen können, um dieses Modell zu refinanzieren. Ja, du hast gesagt, Oldenburg hat 175.000 Einwohner. Ich selber, ich bin jetzt aus Zürich. Wir haben etwa 350.000 oder 400.000, ich weiß es gar nicht genau. Und werden in den nächsten 20 Jahren, das sollte die Abschätzung, nochmal 100.000 neue Mitbürger bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Situation in Oldenburg ist, aber in Anführungszeichen reicht das? Kann man einen solchen Wandel nur mit solchen, sagen wir, wie hast du es genannt, mit sozialen Programmen schaffen? Oder ich wollte ein bisschen so raushören, oder was können wir für Zürich lernen? Wir müssen Wohnraum schaffen für 100.000 Leute. Das ist doch, sagen wir, vielleicht werden es am Schluss nur 50.000 oder man weiß es ja nie, aber was gibt es noch für Möglichkeiten, jetzt gerade vor dem Hintergrund der Klimakrise und der Biodiversitätskrise, wo wir uns alle doch wirklich bewusst sind über den ökologischen Impact, das Bauen einfach hat. Ja. Reicht das oder mit was müsste man es kombinieren? Vollkommen berechtigte Frage. Und ich habe übrigens, das kann ich ja mal noch erwähnen, ich habe es so gerade noch geschafft, meine Promotion, die ich die letzten Jahre, wo ich dran gearbeitet habe, ich habe jetzt sozusagen eine Fassung, die steht und die ich jetzt nur noch um Kleinigkeiten ein bisschen poliere, trotz der beginnenden OB-Kampagne, kriege ich das noch hin und habe genau diese Frage in so einem Exkurs nochmal mir angeschaut. Also wie könnte denn ein Zustand erreicht werden, in dem wir ein Gleichgewicht haben in einem Wohnungsmarkt? Natürlich ist jetzt die Grundvoraussetzung, wir haben eine stabile Bevölkerungszahl. Diese Prognosen würde ich immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ich kann die Zahlen aus Zürich jetzt zwar nicht so beurteilen, aber in München, Frankfurt, Hamburg, Berlin, die Metropolen, die in den letzten Jahren teilweise extremen Zuzug hatten, das hat sich in den letzten 3 Jahren verlangsamt. Und zwar schon vor Corona hat es sich deutlich verlangsamt. Und vielleicht hat der eine oder andere noch im Kopf, ja, Berlin, die hatten doch 40.000, 50.000 mehr Bevölkerung in einem Jahr. Ja, das ist so runtergesagt, im letzten Jahr hat sich die Bevölkerungszahl Berlins nicht verändert. Also sensationelle Veränderung innerhalb weniger Jahre und eine ähnliche Tendenz auch in München oder Frankfurt. Und von daher würde ich das genau anschauen, was ist die aktuelle Entwicklung, weil das schon vor Corona begonnen hat. Auch natürlich durch die hohen Preise. Das ist natürlich nicht schön, dass das so eine Antireaktion ist auf die hohen Preise. Und nun kann man mutmaßen, ob nach Corona eventuell auch andere Gründe dafür sprechen werden und ob das anhält auf Dauer.
dass Menschen sagen, vielleicht muss es auch gar nicht die Großstadt sein, sondern die etwas kleinere oder mittelgroße Stadt. Aber zumindest mache ich da einfach mal ein Fragezeichen dran. Wie viel wird es dann wirklich? Aber okay, das ist das eine. Natürlich, wenn es Zuzug gibt, haben wir ein Problem. Wobei wir natürlich dann auch noch die Reserven haben, die es jetzt im Bestand gibt. Und da kann ich nur den Tipp geben, in Deutschland geht das super einfach. Wenn man in einer Stadt mal schaut, wie viele Menschen wohnen allein auf über 80 Quadratmetern und wie viele Menschen wohnen zu zweit auf über 100. Also in Deutschland ist sowas super easy mit ein paar Klicks rauszukriegen. Und das gibt einem, wenn ihr sowas da auch habt, ein Gefühl dafür, wie groß ist vielleicht das Potenzial im Bestand. Und dann kann man immer noch sagen, wenn zwei Drittel der Menschen sagen, wir wollen oder können das nicht ändern. Okay, dann bleibt in deutschen Großstädten, wenn man sich das konkret anguckt, immer noch jeweils Tausende und zigtausend Menschen, die vielleicht was ändern würden, wenn man es ihnen erleichtert. Ich habe aber trotzdem, ich will noch mal zum Kern deiner Frage kommen, weil genau das mich selber total spannend interessiert. Also ich würde mal so sehen, wir haben eine Vision, in so wie klimaneutral 2035, in 15 Jahren, in 20 Jahren. Wenn die Bevölkerungszahl dann stabil bleibt, Klammer auf, wir haben ja den demografischen Wandel, wir haben ja eine Alterung der Gesellschaft. Wir haben jetzt die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge, die kommen alle ins Rentenalter mit ihren großen Wohnungen, mit ihrem Wohlstand. Und in 15 Jahren sterben die langsam. Ne? Sorry, es hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber so ist es ja. Der demografische, diese Alterspyramide, das verändert sich halt. Das heißt, wir wissen, dass in 20, 30 Jahren wir diese Normalisierung und Verjüngung der Alterspyramide kriegen. Es wäre also totaler Wahnsinn, wenn wir für diesen Maximalbedarf jetzt bauen wie verrückt. Und wir können ja vorhersehen, dass sich diese Alterspyramide wieder normalisiert. Und wenn wir also dieses Ziel haben, in 15, 20 Jahren wollen wir irgendwann alle klimaneutral sein und dann wollen wir, ich nenne das eine Kreislaufwirtschaft des Wohnens. Müsste ich eigentlich einen Aufsatz zu schreiben jetzt, weil ich den Begriff so schön finde. Schaffe ich jetzt nicht, habe ich andere Dinge zu tun. Aber es gibt ja Cradle to Cradle, ne? Klar, Kreislaufwirtschaft des Bauens, erzähle ich euch allen jetzt nichts Neues. Da geht es ja um die Materialien, aber beim Wohnen, eigentlich müsste doch der Zustand so sein, dass Flächen, Wohnflächen werden immer wieder einer neuen Nutzung zugefügt, ne? Von alt zu jung. Und diesen Prozess will man einfach, den gilt es zu beschleunigen, um diese Alterung der Alterspyramide auf die zu reagieren, durch extra Angebote, die man schafft, die übrigens auch sehr oft mit Umbau zu tun haben können, etwas abtrennen, ein zweites Bad einrichten, ein anderes Treppenhaus, ne? Mariette Beiler ist so ein Beispiel aus der Schweiz, die wunderbare Beispiele in die Richtung in ihrer Praxistätigkeit auch durchführt. Ja, ganz, ganz klasse. So, also diese Kreislaufwirtschaft, ich glaube, dass man die erreichen kann, wenn man einerseits schon auch solche sozialen Programme durchführt, nach meiner Kalkulation, Grobkalkulation für Deutschland, Grobabschätzung, würde das vielleicht ein Viertel des Bedarfs decken können, vielleicht auch ein Drittel. Dann würde es darum gehen, gerade auch in so einer Stadt wie Zürich, es gibt ja diese Art von Leerstand. Also es gibt Leerstand durch Spekulation und Leerstand durch Zweit- und Drittwohnung. Also Wohnungen, die als Anlageobjekte genutzt werden. Ich nenne das in dieser Neuauflage Investification. Ja, Zweit- und Drittwohnung, wo keiner mehr wohnt. Und wir haben ja in der Schweiz, gab es ja auch da Bürgerbegehren und so weiter, Volksabstimmung. Und in touristischen Orten wehrt man sich oft gegen die hohe Zahl an Zweitwohnungen. Das heißt, es gibt legale Möglichkeiten, die Zweit- und Drittwohnungen einzuschränken. Und wir haben in der Regel keine Zahlen, wie viel überhaupt in einer Stadt wie Zürich oder Berlin oder München diese faktisch nicht genutzten Zweit- und Drittwohnungen sind. Das ist eigentlich auch schon ein Irrsinn, dass es da keine Zahlen zu gibt. In Manhattan sollen es 80.000 sein. Also das gibt einem so eine grobe Richtung, dass man vielleicht sagt, okay, es könnte sich lohnen, darüber nachzudenken, über diese ehemaligen Leerstand. Dann natürlich Umnutzung, wenn das so weitergeht mit Corona im Büromarkt. Ja, ich sehe gerade im Chat auch, da wird auf wenige leere Wohnungen hingewiesen. Also das ist natürlich ein Unterschied, was formell leer steht. Das ist was anderes als eine Wohnung, die
faktisch nicht genutzt wird, ne? Weil eine Zweit- und Drittwohnung zählt natürlich als genutzte Wohnung, auch wenn man sieht, da ist nie Licht, nur zweimal im Jahr. Ne? Also da, nur um das zu unterscheiden jetzt. Ne? Dann ist die Frage, wie es im Büromarkt weitergeht, ob tatsächlich diese viele Homeoffice und so eine kleine Absetzbewegung in andere Städte, ob das dazu führen wird, dass Leerstand im Bürosektor auftritt, der dann umgewandelt werden kann in Wohnungen. Da gibt es tolle Beispiele, vor allem aus Amsterdam oder auch inzwischen aus Frankfurt-Niederrad, wie sowas auch möglich ist. Ja, und dann würde ich sagen, dann müsste man halt schauen, dass der Bereich des Bauens, dass man halt sagt, lasst uns vor allem diesen Bereich Anbau, Aufbau, Ausbau stärken. Ja, also es gibt so Untersuchungen, in Deutschland kenne ich es zumindest, wo gesagt wurde, wir könnten 1,5 Millionen Wohnungen auf Dächern unterbringen. Ob das jetzt stimmt oder nicht und exakt so viel ist, aber zweifellos ist das ein Riesenpotenzial. Und ich weiß, dass jede einzelne dieser Lösungen mit Hürden technischer und rechtlicher Art verbunden ist. Das ist mir sehr bewusst. Ja. Trotzdem denke ich, wenn wir einen großen Wandel hinbekommen müssen, dann müssen wir halt auch solche einzelnen Optionen anschauen. Von daher so, das ist so grob jetzt nur meine Antwort auf die Frage, weil im Detail ist es halt klar Hölle kompliziert. Also dieses softere Bauen, Anbauen, Ausbauen, Umbauen, dann das, diese versteckte oder Halbleerstand, faktische Leerstand durch eben zwei Drittwohnungen, dann dieser Bereich, worüber ich gesprochen habe, also quasi diese ja, unsichtbare Wohnraum, wie ich das so nenne, ja, dass man einfach mehr Menschen in den gleichen Wohnungen unterbringt. Und dann sollte man wenigstens schauen, dass in dem Bereich, der als Neubau bleibt, natürlich sowieso auch von Baumaterialien, Energieeffizienz alles gut ist, aber dass da bitteschön die Flexibilität der Nutzung drin ist, so wie es ja in vielen schweizerischen Wohnungsgenossenschaften der Fall ist mit diesen Belegungsvorgaben. In Deutschland, die können es alle gar nicht glauben, wenn ich erzähle, dass es das in der Schweiz mengenweise gibt, dass Menschen von vornherein wissen, ich ziehe dahin zu viert und wenn irgendwann die Kinder ausziehen, muss ich halt Alternativwohnungen anschauen und wieder umziehen, dass das tatsächlich existiert, so ein Modell. Das kann in Deutschland gar keiner glauben. Ich bin sehr begeistert, dass es solche Modelle in vielen Zehntausenden, 70.000, hatte ich über eine Studie, Wohnungen in der Schweiz gibt. Ja. Und das heißt, wenn schon, dann von Anfang an darauf achten, dass diese Wohnungen teilbar sind, dass sie flexibel nutzbar sind, dass sie Jokerzimmer, Schalträume haben, dass es Regeln gibt, die dieses flexible Nutzen ermöglichen. Und wenn wir das machen, das fängt ganz klein an, natürlich, ja, dann kommen wir irgendwann in diesen Punkt, wo wir so einen Zustand erreichen können. Ich habe jetzt gesehen, es hat noch mal zwei Fragen im Chat gegeben und zwei Kommentare. Genau, du hast es schon angesprochen. Ein Kommentar ist zur Leerstandsrate, aber das hast du schon angesprochen. Und ein zweiter Kommentar war dann zur Prozentsatz des Wohnungsbestands in Zürich, der privat genutzte Zweitwohnungen sind. Es sind 2,4% steht hier. Also meine Frage wurde schon privat beantwortet mit dem Hinweis auf Schwarm for Future. Allerdings würde ich gerne nochmal Sie, Herr Fuhrhopp, fragen. Also Sie sind ja ein Experte in der Baubranche und das ist ein echter Glücksgriff in der Politik für uns, also als Ansprechpartner. Bin bei Architects for Future Frankfurt am Main und wir stellen uns zurzeit die Frage, wie erreichen wir die Politik und wie können wir die dazu, also für unsere Forderungen bewegen und ins Boot holen, weil ja auch viele einfach gar nicht das Know-how haben oder noch gar nicht darüber nachgedacht haben, was für uns natürlich unverständlich ist, weil wir total drin sind. Aber sie stecken ja schon drin in der Höhle der Löwen. Was würden Sie sagen, wie könnten wir auf die zugehen oder ganz gezielt und klar oder ganz schnell für uns gewinnen? Ich kann natürlich erst nochmal nachfragen, weil die Frage ist, für was gewinnen? Weil natürlich auch die Frage der Ziele, da kann man natürlich auch vieles, also man kann ja auf versuchen,
auf die Frage der Baustoffe Einfluss zu nehmen. Das ist dann, ne, und man kann, also da ist ja auch die Frage in Deutschland, jetzt redet man auf der Bundesebene über Bundesgesetzgebung, redet man auf Landesgesetzgebung, also die Landesbauordnungen, wo da die Hürden sind, oder reden wir darüber, was kann in der Kommune passieren? Nicht? Und das gibt jedes Mal ganz andere Antworten, nicht? Weil eben in Deutschland haben wir ja diese Bundesländer, die dann zum Beispiel regeln, was passiert, wenn ich in einem Haus eine Einliegerwohnung abtrennen will. Dann habe ich 16 verschiedene Landesbauordnungen in Deutschland, die dann möglicherweise sagen, ja, dann bitte erstmal einen Stellplatz nachweisen. Hey, ich habe ein Haus, da haben mal 8 Leute gewohnt, sagen wir mal. Ja? Jetzt wohnt da noch eine ältere Dame. Jetzt will die endlich nach viel guten Zureden und die hat bestimmt eine tolle Architektin gefunden, die sagt, so machen wir das jetzt. Und dann will die tatsächlich da die Einliegerwohnung oder die eine Etage abtrennen. Und jetzt kommt dann die Kommune und sagt, ja, aber dann bitte erstmal den Stellplatz nachweisen. Toll, ja, mit den Kosten, die verbunden sind. Oder eine Stellplatzabgabe zahlen, gibt es immer noch in vielen deutschen Kommunen. Das ist eine Frage der Landesbauordnung, in dem Moment zu sagen, nee, ist okay, da entsteht Wohnraum. Es geht auch so. Da hat es einige Länder schon gegeben in Deutschland, die das geändert haben. Ich persönlich bin ja jetzt dann im Lokalen aktiv und oder gehe da jetzt rein. Und jetzt muss ich es nett formulieren. Politiker sind auch nur Menschen und auf kommunaler Ebene sind sie Freizeitparlamentarier, die sich die Zeit nehmen, abends dann da mal zu sitzen und dann abends eben so noch irgendwelche Sachen zu entscheiden, die sich vielleicht fachlich gar nicht so durchdringen. Und das ist schwierig. Ja. Ich kann nur ansprechen, in Oldenburg haben wir in den letzten, ich glaube, 1,5 Jahren eine Initiative von Fridays for Future gehabt, oder haben die noch. Die haben eine Reihe von Forderungen entwickelt mit der Verwaltung zusammen. Und das sind dann 100 Thesen. Die wurden dann im politischen Prozess eingespeist, in Verwaltungsgespräche, in alle Ausschüsse und dann in den Stadtrat. Das ist meines Wissens bundesweit einmalig. Ich kann es eigentlich nicht unbedingt empfehlen, weil das dann eigentlich, ich habe immer Greta Thunberg im Kopf, die so sagt, Liebe to the scientists oder so. Ich meine, jede Frage hat die jeweiligen Expertinnen und Experten. Und wenn ich dann mit einigen Befreundeten oder auch nicht Befreundeten, mit anderen Architektinnen und Architekten, wenn wir so eingeladen waren, als Experten mal zu diskutieren, dann merkt man, jetzt versucht plötzlich Fridays for Future, das komplette Bauwesen und Stadtentwicklung der Stadt in 100 Thesen zu quetschen, womit die total überfordert sind. Ja? Fridays for Future, da fängt es dann mit 15, 16 an und andere sind 18, 19 und einige wenige studieren. Das heißt, auch das ist ein Prozess, den man zwar gehen kann und der immerhin dazu führt, dass der Stadtrat sich mit all diesen Dingen beschäftigt hat und Ausschüsse. Also ja, kann man machen. Ne? Ich persönlich habe jetzt bewusst über die Parteien sozusagen mich in diese Nominierung begeben, weil ich einfach sage, naja, dann ist die Chance, Chef einer Verwaltung zu werden. Da habe ich einfach Leute, die ja schon die Experten sind und die dann zum Teil halt nicht dürfen, was sie schon wollen. Nicht? Und da kommt es dann letzten Endes wieder zu der Frage, wann sind denn Wahlen und welche Partei fordert da was und wer mobilisiert und macht da Druck? Also ich glaube, dieser Druck von außen, den ja auch Architects for Future ausübt durch Petitionen und Proteste, ist super wichtig, damit in den verschiedenen Parteien jeweils alle merken, oh, wir müssen da wohl was tun. Ist jetzt eine vielleicht nicht zufriedenstellende Antwort, aber ich glaube, da kann es auch keine zufriedenstellende Antwort drauf geben. Ich versuche es halt immer positiv rüberzubringen und über die lebenswerte Stadt zu argumentieren, weil letzten Endes geht es ja auch darum, ja. Also es geht darum, über Wohnmodelle und Verkehrsmodelle, die unsere Stadt lebenswert machen. Und ich glaube halt, also ich selber habe so den Eindruck, mit vielen, die mit Umweltökonomie und Klimawende sich beschäftigen, da kann man ja auch schnell depressiv werden und hat schnell so den Eindruck, um Gottes Willen, wir müssen ganz schnell viel ändern, verbieten und regeln. Ich habe ja selber verbietet das Bauen geschrieben, also von daher, warum erzähle ich das jetzt plötzlich? Aber ich glaube, dass es, um viele Menschen zu erreichen, ganz, ganz wichtig ist, dieses positive Bild irgendwie rüberzubringen, was man damit verbindet. Jetzt haben wir noch eine Frage von Jakob hier im Chat und einen Kommentar vom Ingo Golz. Das reizt mich einfach. Frankfurt ist nicht Zürich, oder? Das ist klar. Und wir haben
wesentlich direktere Möglichkeiten, die Politik anzusprechen und unsere Interessen da zu wahren. Und jetzt im Fall, in Zürich haben wir den Gemeinderat, das ist das Parlament. Und da weiß ich aus meiner täglichen Arbeit, da haben wir einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachgebiet, also aus der Architektur, aus dem Städtebau, aus anderen wichtigen Berufsgattungen, die direkt angesprochen werden können. Also der Weg in die Politik ist ein sehr kurzer. Das bedingt natürlich, dass man Mehrheiten findet, aber man ist dann schnell auch in einer parlamentarischen Ebene drin und kann Vorstöße provozieren. Also das scheint in der Schweiz, mindestens in Zürich, in den Gemeindeparlamenten auf dem Land, ist das wahrscheinlich schwieriger, relativ einfach den Weg in die Politik zu suchen. Ja. Merci vielmal für den Kommentar. Und ich denke auch das hier an alle Zürcherinnen und Zürcher, ein sehr wertvoller Kommentar, um vielleicht Anliegen eben in die Politik reinzubringen. Jetzt gibt es aber noch eine Frage von Jakob. Für den Input, Herr Furhop, das ist toll. Ich habe eine Frage bezüglich Lenkungsmaßnahmen, die eigentlich vielleicht Antworten geben könnte zu diesen Fragestellungen, mit welchen Sie sich beschäftigen. Und da die Frage, was ist Ihre Haltung zu einer möglichen Lenkungsabgabe auf potenzielle Nutzflächen, auf Parzellen, so dass man eigentlich sozial verträglich ein Instrument einführen könnte, das wirksam auf monetärer Ebene dazu Anreize schafft, Wohnraum effizient zu nutzen. Also jetzt möchte ich nochmal nachfragen. Heißt das potenzielle Nutzfläche, ich habe eine Brachfläche, wo nichts ist und niemand was gebaut hat, oder was war jetzt die Idee? Ja, das würde eigentlich beides beinhalten. Also einerseits, ja, effektiv Brachflächen, die nicht genutzt sind, sind da genauso gemeint wie bebaute Flächen. Also man würde da nicht spezifisch schauen, was ist umgesetzt, sondern einfach von einer Ausnutzungsziffer rückschließen, was pro Parzelle anfallen würde. Ja, also das ist jetzt ein großer Unterschied Schweiz-Deutschland, weil das einfach rechtlich ein großer Unterschied ist. Wir hatten in Deutschland jetzt jahrelang eine intensive Diskussion über die Reform der Grundsteuer. Wie werden Grundstücke besteuert? Und auch da geht es sowohl um leerstehende als auch bebaute Grundstücke. Und das ist in Deutschland immer ein Ringen zwischen den Bundesländern und dem Bund. Ja, und man hat, es gab eine Initiative, die in ähnlicher Richtung eben gesagt hat, lasst uns vor allem den Boden besteuern, ja, eine reine Bodensteuer, so nach dem Vorbild von Henry George, der das historisch schon vor langer Zeit vorgeschlagen hat. Und das wäre doch eigentlich das Beste, damit dichter und damit auch irgendwie ökologischer gebaut wird. Es ist in Deutschland jetzt so, dass es immer noch nicht endgültig final sicher ist, welches Bundesland jetzt was machen wird, weil man zwar eine Regelung getroffen hat, aber die Bundesländer jetzt wiederum davon abweichen können. Also ist nur ein Hinweis auf eine Diskussion. Was ich nur dabei gemerkt habe, und da würde ich einfach den warnenden Hinweis geben, so etwas kann auch kontraproduktive, ungewollte Effekte haben. Also das Ziel, man möchte gerne, dass in einer urbanen Gegend, die verdichtet ist, dass da bitteschön auch Grundstücke genutzt werden. So, ne? So interpretiere ich diesen Vorschlag. Ja, okay. Aber das, was zumindest in Deutschland auch diskutiert wurde, könnte dazu führen, dass man mehr Abriss hat. Weil man dann zum Teil in innerstädtischen Lagen hat jemand vielleicht einen schönen Garten und hat da wirklich nur ein kleines Häuschen. Und da ist ein ganz tolles, also ich habe da so konkret eine Diskussion im Hinterkopf, ja. Da ist jemand, der gesagt hat, okay, ich lasse das hier grün und da ist eine schöne Oase, ich lasse das so. Und jetzt wird plötzlich diese Person, die diese grüne Oase da freilässt und ein kleines altes Haus da stehen hat, wird jetzt plötzlich finanziell unter Druck gesetzt von wegen Nachverdichtung. Also ich finde, dieses Nachverdichtung, es ist sehr, sehr differenziert zu betrachten. Ich weiß, dass es ja auch in der Schweiz da
extrem aufgeheizte Diskussionen gab, aber auch hier in Oldenburg übrigens in Wohngegenden, wo so eine typische Art von Bebauung ist, wo dann häufig dann die Nachverdichtung in zweiter Reihe passiert, weil halt, wenn jemand stirbt, ja, oder ins Pflegeheim kommt, wird das Grundstück verkauft und dann wird es zu einem so hohen Preis verkauft, was ja ein ähnlicher Effekt ist wie mit so einer Lenkungsabgabe, ja, dass dann der Druck da ist, okay, reißt das Alte ab, wir müssen jetzt hier 6 Wohneinheiten hintun. Und das wird dann von manchen als die ökologische Lösung betrachtet, aber es führt zu extremem Unmut in der Nachbarschaft, das kann man ja auch verstehen, ja. Und jetzt finde ich, dass man es sich nicht so einfach machen sollte. Man sollte jetzt nicht sagen, hey, wieso stellen die sich denn der sinnvollen Verdichtung entgegen oder so, sondern es erstens mal wird da ja nie ganzheitlich geschaut, was war denn jetzt besser, Sanierung oder Abriss. Ja, es geht rein nach dem Druck des Geldes und der maximalen möglichen Ausnutzung. Und also ich finde immer, das muss maßvoll sein und das muss den Kontext betrachten und es kommt darauf an, was in einem Stadtviertel sinnvoll ist. Und deshalb tue ich mich sehr schwer damit, solche Hebel, die so pauschal den Druck erhöhen, auf jeden Fall zu verdichten. Wir haben halt nicht nur den Klimaschutz, wir haben halt auch die Klimaanpassung, wir haben die heißer werdenden Städte, wir brauchen die Freiflächen in den Städten und da ist halt ein Zielkonflikt, den wir nicht auflösen können und das gebe ich einfach zu bedenken. Merci vielmal, Daniel, für die Antwort. Jakob, ich hoffe, das ist so gut für dich für den Moment. Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist eine sehr differenzierte Sichtweise und Antwort auf diese Fragestellung und das gilt, glaube ich, im Allgemeinen und kann man sicher sagen, dass niemals eine Lösung auf alle spezifischen Fälle angewendet werden soll. Das gilt für die Architektur wie auch für politische Maßnahmen. Also daher vielen Dank für diese Antwort. Merci vielmals, Jakob und Daniel. Ich habe jetzt gesehen, es gibt noch eine letzte Frage im Chat. Vielen Dank erstmal für die bisher schon sehr spannende Diskussion und die Inputs. Ich hätte eine Frage, die vielleicht so ein bisschen an die letzte anschließt, und zwar die Idee der Erbpachtmodelle oder eigentlich eben Grund und Boden als Allgemeingut zu betrachten und sich damit als Gesellschaft längerfristig mehr Einflussnahme auch zu sichern. Wie Sie dazu stehen, inwiefern es auch realistisch ist, dort Stück für Stück wieder hinzukommen. Genau. Vielleicht so eine Einschätzung oder Gedanken dazu. Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich finde ich das schon eine gute Option. Und eben dadurch, dass man halt nicht alles aus der Hand gibt, ja, finde ich schon. Natürlich muss eine Kommune sich das leisten können. Also Beispiel hier in Oldenburg, die Stadt hat ein bisschen Geld und wir könnten das schon machen, auch wenn dann manche stöhnen. Es gibt hier ein großes Baugebiet, ein ehemaliger Fliegerhorst, so ein Flugplatz ist übertrieben, ja, aber so ein Flugfeld, was gerade neu gebaut wird. Und da hat die Kommune natürlich 30 Millionen Euro Einnahmen durch den Verkauf der Grundstücke einkalkuliert, ja. Und dann werden das natürlich alle an Private, wird das weiterverkauft. Und wenn man jetzt ankommt und sagt, na, aber lass uns doch Erbpacht machen, dann sagen die, ja, dann haben wir 30 Millionen Miese. Ja, ne, also das sind schon, und jetzt der liebe Uwe Schneidewind kennt vielleicht manch einer, der war halt Präsident vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie und ist jetzt Oberbürgermeister in der Stadt Wuppertal geworden. Ja, Wuppertal ist eine Haushaltsnotkommune, wie das bei uns heißt. Die haben gar kein Geld. Die können das nicht machen. Ja, Pech. Ne? Aber das ist ja in der Schweiz nicht so ein Thema. Ne? Also okay, ihr könnt das eher machen. Und ich habe Sympathie dafür. Ich würde nur sozusagen darauf hinweisen, sagen wir mal, weil, also ich finde es trotzdem gut, aber es gibt zum Beispiel in München, da hat vor 99 Jahren die Stadt München Grundstücke in Erbpacht vergeben. Oder das waren damals, da ging es um so Postbeamte und Bahnbeamte und so, ne? Und dann waren das 99, und plötzlich sind die 99 Jahre vorbei. Und was passiert? Tatsächlich werden da im Höchstgebot jetzt diese Sachen vertickt. Oh, also
Das ist natürlich die Frage oder die Hoffnung, ob dann in 99 Jahren durch die Erbpachtvergabe diejenigen, die die Erbpacht vergeben, dann immer noch zuverlässig und gemeinwohlorientiert handeln. Das ähnliche Problem, wir haben in Deutschland in einigen Kirchen den Fall, dass Kirchen Erbpacht in Erbpacht Grundstücke vergeben haben. Da würde man sagen, die Kirche, das ist doch alles gut, die sind doch am Gemeinwohl orientiert. Oder gibt es leider auch so richtig so erbpachtgeschädigten Vereinigungen von Leuten, die, wo die Kirche dann gesagt hat, hey, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, in diesen Hochpreiszeiten unsere Grundstücke zu verhökern. Und dann läuft halt die Erbpacht aus. Und was dann passiert ist, dass neue Eigentümer kommen, die kaufen dann diese Grundstücke und erhöhen drastisch die Miete. Ja, also so. Was ich sehr sympathisch finde, ist sowas wie die Stiftung Trias in Deutschland, die oder eben Edith Marian da in der Schweiz ja auch, die eben ganz klar so eine Art Widerhaken einbauen. Also die ganz klar sagen, was steht in den Erbpachtverträgen drin, welche Bedingungen werden vorgegeben, was passiert hinterher. Also dass man sowas möglichst komplex durchdenkt, was denn nach der Erbpacht folgt und was aus der Erbpacht folgt. Ja, also ich wollte nur, weil das ja immer so spaßig ist, solche Probleme auch noch aufzuwerfen, darauf hinweisen. Ich finde es trotzdem gut und ich würde es auch gerne hier machen und frage mich nur, ich hoffe, es gründen sich noch schnell ein paar Wohnungsgenossenschaften, die sowas dann auch annehmen möchten. Okay, ja, vielen Dank auch wieder für die sehr differenzierte Antwort. Ja. Ja, perfekt. Merci Leon für die Frage und Daniel für die Antwort. Gerne würde ich auch noch kurz Werbung machen. Wir treffen uns hier Architects for Future Zürich am 11. Mai wieder um 20 Uhr. Dann mit Dr. Christine Lemaitre von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Also auch das wird wieder ein sehr spannender Input-Vortrag werden. Jetzt ja, jetzt bleibt es mir wirklich nur noch, zuerst mal dir, Daniel, vielen herzlichen Dank zu sagen für diesen super coolen Input-Vortrag, überhaupt deine Arbeit. Also wie gesagt, wir haben hier dein Buch Verbietetes Bauen, wir haben das sehr spannend gefunden, die Ideen da drin zu reflektieren, war echt wertvoll. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier einen kleinen Vortrag zu machen und Rede und Antwort zu stehen. War wirklich super. Und sonst freue ich mich einfach auf den nächsten Event und hoffe, es hat euch gefallen. Merci vielmals und ciao zusammen. Salut, ciao, ciao.